Und damit ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Projekt Live Alive. Ein Spiel, was 1994 für die Super Famicom, die japanische Version der Super Nintendo, erschienen ist. Leider hat es nie Japan verlassen, doch das hat sich mit diesem Remake geändert. Nun bekommen wir es in einer neuen Gewand, und zwar in H2D HD oder HD2D, wie auch immer. Wir starten direkt rein. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon mal einen kleinen Testlauf gemacht. Aber Einstellungen müssten noch behalten sein. Spieleinstellungen, Text, Geschwindigkeit, schnell, freut mich sehr, wir starten ein neues Spiel, los geht's. Und ganz in Octopath Traveler Manier kann man hier quasi seinen Charakter auswählen, mit wem man starten möchte. Ich habe mir ursprünglich gedacht, dass wir einfach von ganz am Anfang in der Urzeit anfangen und dementsprechend nehmen wir den kleinen Gnom hier. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Er sieht ein bisschen aus wie Tomba, nur mit grünen Haaren. Irgendwie so ein bisschen. PlayStation 1 Abenteuer kennt, ist ein Jump'n'Run gewesen. Naja, wie auch immer, wir gehen rein. Ich bin sehr gespannt. Ich finde den Look des Spiels mega hübsch. Das 3D-Hintergrund gepaart mit 2D-Sprites ist irgendwie ziemlich hübsch. Gut, starten wir rein in der Urzeit. In einer Zeit, als es noch keine Könige gab, erhält ein junger Mann von seinem strengen Stammesältesten die Erlaubnis, zusammen mit seinem besten Freund Gori auf die Jagd zu gehen. Des Sprechens unfähig müssen sie sich zum Überleben auf ihre Instinkte verlassen, vor allem ihren Geruchssinn. Mit Hilfe ihrer Nase spüren sie wild auf, finden Unterschlupf und lernen alles über die Welt und ihre Gefährten. Und da wir sowieso was von der Welt lernen wollen, starten wir mit diesem Kapitel. Dieses Kapitel spielen? Ja. Was soll da passiert ist? Anscheinend wird jemand vermisst. Oder sie ist entkommen. Schön.
Die Uhrzeit, der Erste. Pogo, es ist schon komisch, das ist sehr lange her, das ist das letzte Mal nicht so lange nichts zu sprechen habe in einem Let's Play. Achtung, Namen können nicht geändert werden, dementsprechend belassen wir es bei Pogo und bestätigen, möchten wir diesen Namen fortfahren? Ja, möchte ich sehr gerne. Das Radar. Das Radar auf dem Bildschirm unten rechts hilft dir dabei, unerforschte Gebiete zu identifizieren und zu deinem aktuellen Ziel zu gelangen. Dabei ist der graue der ein Weg zum unerforschten Gebiet, blau zum erforschten, orange, denke ich mal, zum aktuellen Ziel und die Fahne zeigt das aktuelle Ziel an. Okay. Das Radar kann über die Einstellung unter Radar einblenden, aus- oder eingeblendet werden. Wenn du das Hauptmenü Kapitel beenden und ein anderes Spiel möchtest, gehe in Hauptmenü auf Einstellungen und wähle zurück zur Kapitelauswahl. Wenn du ein Kapitel wählst, das du bereits begonnen hast, wird dein letzter Speicherstand fortgesetzt. Und das ist ja cool gemacht. Und nun können wir uns frei bewegen. Und ich muss ehrlich sagen, es sieht wirklich wunderhübsch aus, das Spiel, oder? So, wir starten hier als Höhlenmensch in unserer eigenen Höhle. Wir erhalten Stock. Da oben hängt irgendwas Kräuter. Und öffnen wir erstmal das Menü, ne? Mit X öffnet man das Menü und wir können uns hier aus... Gut, das Menü ist ein bisschen sehr futuristisch oder so im Vergleich. Knochen. Wir können ausrüsten mit Stock. Das senkt aber unser Angriff dementsprechend. Nee, lassen wir mal. Inventar haben wir sonst weiter nichts. Außer ein Stock. Fähigkeiten haben wir. Knallschlag. Hau einen Bösen mit Axt. Schaden gering. Peng tritt. Tritt einen Bösen mit Fuß. Gering. Treffer 2. Gut. Hi. Wer bist denn du? Oh, er kommt mit. Dann nehmen wir ihn noch mal mit. Er sieht schon sehr lustig aus, oder? Er ist jetzt unser bester Freund. Gut, geh mal raus. Guck mal, was wir draußen so haben. Feldschaden. Ey, die Landzeichen sind sehr gering. Okay, wir können es direkt... Hallo? Direkt überall hin. Wenn uns der nicht im Weg stehen würde. Alter Mann. Da, da. Da. Also gehen wir nicht dahin, sondern gehen wir hier hin. die Musik ist auch super, oder? Okay, wir sollten uns sowieso erstmal gründlich umgucken, nicht wahr? Wie man es normalerweise auch macht. Wir erhalten Fell. Und Stock. Und einen harten Stein. Wer bist denn du? Ich meine, es lohnt sich nicht wirklich mit den Leuten hier zu reden, weil so sagen haben sie ja nichts, außer komische Grunzgeräusche. Aber hey, ich finde das gerade charmant, dass die Leute hier nichts zu sagen haben, so richtig. Das sind die besten Freunde, das sind die besten Leute. Was? Drei? Was? Da? Ich habe nichts verstanden, aber wir erhalten Stocken, Knochen und Horn einer Bestie. So wie ein Reißzahn einer Bestie. Und Fell. Und getrocknete Häutesatz. Und harter Stein. Ich weiß nicht, was ich da getan habe. Ach, wahrscheinlich meint er auf der einen Seite weniger oder mehr, oder was? Okay, dann habe ich auch Glück gehabt. Gut, dann gucken wir mal, was wir dafür bekommen haben. Nein. Eventuell Ausrüstung? Ja, Mann, die Horn einer Bestie. Sehr gut. Dann nix. Fell erhöht unsere Verteidigung von 0 auf 3. Definitiv her damit. Und du kannst wahrscheinlich auch was haben, oder? So, kriegst Fell. Ja gut, hat sich doch gelohnt. Hat sich doch gelohnt. Guck, die Ladezeiten sind sehr, sehr kurz, ne? Das ist so angenehm. Aber auch sehr, sehr doof, wenn man die Tipps nicht lesen kann. Da darf ich nicht vorbei. Okay.
Ich sag dazu immer nichts, aber wir halten Knochen. Und? Und nochmal Stöcker. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Drei Betten. Wie in Secret of Mana. Drei Betten. Aber wir sind nicht zu dritt. Wir sind noch zu zweit. Zumindest jetzt noch. Ich weiß nicht, ob man später noch mehr bekommt. So. Ich will natürlich gucken. Nee, wir haben nichts Besseres gekriegt. Gehen wir weiter. Gehen wir dahin, wo wir hin sollen. Ah, das Spiel sieht doch sehr charmant aus, oder? Was sagt ihr? Ich finde das voll hübsch. Oh Gott, was ist hier los? Hi. Es wäre jetzt so lustig, wenn ich jetzt Game Over wäre, ne? Was soll denn das? Mit dir kann man nicht reden. Da oben will ich eigentlich als letztes hin, oh, ne? Alles klar. Okay, der schläft und kann dabei laufen sogar. Der fällt hin. Der ignoriert uns, der mag uns nicht. Und der dreht am Rad. Gut, gehen wir erstmal hier hin, oder? Das sieht mir nach einem Waffenladen aus. Ja, nicht anfassen. Robotische Verbesserung? Fragezeichen, ne? Was ist, bist du? Stock? Stein. Stockstein. Ach so, zum Herstellen. Okay, du kannst neue eventuell nützliche Gegenstände erschaffen, indem du zwei Gegenstände kombinierst. Probiere verschiedene Kombinationen aus und lass dich überraschen. Gut. Wollen wir Wolle kaufen? Ich wolle. Ich habe hier zufällig Knochen und einen harten Stein. Testen wir mal aus, ne? Ein Steinmesser. Ich würde das gerne das Rechte nehmen. Von mir aus rechts. Nicht? Wahrscheinlich brauchen wir mehr getrocknete Häute oder so, ne? Ja, dann halt nicht. Ich gucke jetzt einmal kurz nochmal nach, ob das jetzt für uns besser ist. Ah, das macht auch nur einen Knochen, ne? Du? Für die ist nichts Besseres? Ja gut, das ist schade, ne? So kann es gehen. Oder ist das aus? Oder ist das ein Accessoire? Ja, es reißt an der Bestie. Für dich habe ich sonst nichts, ne? Nee. Na gut. Man kann nicht immer alles sofort haben, nicht wahr? So, da oben sollen wir hin. Das zumindest sagt es die Karte. Nee, gar nicht wahr. Hier sollen wir hin. Da sollen wir hin. Nee, da wollen wir noch nicht. Dann gehen wir erstmal hier hin. Da ist ein Knochen abgebildet. Was hat das zu bedeuten? Ich sehe hier Fleisch. Oh nein, wir wurden erwischt. Okay, wir dürfen da nicht bei. Gut, ansonsten ist hier nichts, oder? Was ist das? Ich bin immer sehr gründlich. Ich weiß, es tut mir leid. Auch nicht. Ich darf gar nicht. Das sieht aus, sehr lecker. Das sieht sehr lecker aus. Ich würde gern beigehen. Aber nein, dürfen wir nicht. Na gut, dann reden wir mit dem oben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der uns jetzt nicht durchlassen wird. Und dann gucken wir mal. Okay, ich soll wahrscheinlich mir irgendwie eine Hose oder so oder einen Umhang craften, herstellen und dann zum alten und zum alten Opa hin. Okay. Ich fange jetzt ab jetzt auch an, mich nur zu verständigen. Ihr halt einen Stock. Gut, was haben wir da für eine Höhle? Ist das ein Oh, das ist ein Schlafgemach. Und er hat Hände. So, da bin ich. Was ist denn los? Okay. Wir sollen Fleisch holen oder was? Wir sollen jagen gehen. Oder er geht jagen. Okay, wir sollen hinterher. Ja, ist ja gut. Gehen wir natürlich, wenn wir hier drin waren. Okay, alles Paletti, ich verstehe schon.
hab's nur versucht, also. Dann gehen wir mal. Tutorials erneut ansehen, natürlich. Lass mich raten, lässt mich nicht vorbei. Nee. Ich soll nach rechts. Ich hab's schon verstanden. Ach, das Spiel ist doch hübsch, oder? Bin sehr gespannt, wenn wir in die Außenwelt kommen. Was hier denn da aussieht, weil überall Lichter sind. In den Ausgängen. Oh ja, wir sind draußen. Uiuiui. Hübsch. So, da bin ich. Was ist los, alter Mann? Ich mag übrigens, dass mit Tiefen und Schärfe gespielt wird, ne? Das macht das Ganze auch noch, hübscher. Teilweise. Manche mögen es nicht, ich mag das eigentlich. Ich kann es aber verstehen, wenn man es nicht mag. So, was ist denn hier los jetzt? Soll ich auch hier auf die Jagd gehen, oder wie? Nochmal? Dann geht er hin. Dann mal dreht er sich um. Dann guckt er nochmal nach. Dann geht er da nochmal hin. Dann schnüffelt er. Dann Rentier. Dann irgendwie geht ein Kampf los oder so. Und dann hat er Fleisch in der Hand. Und wir sollen es nachmachen, oder wie darf ich das verstehen? Er freut sich auf jeden Fall sehr. Sein Tag ist gerettet. Und dann gibt es den alten Mann. Okay, alter Mann. Nein! Ich dachte, das wäre jetzt... Ja, egal. Ich auch? Ah! Ey, hör auf, mich auszulachen. Das ist nicht nett. Ypsilon. Okay, mit Ypsilon soll ich irgendwas machen. Gerüche verfolgen. Pogo hat einen ausgeprägten Geruchssinn, der es ihm ermöglicht, wild zu jagen und andere interessante Dinge zu finden. Drücke Y, um Gefährten der Umgebung sichtbar zu machen. Gut, riech mir mal. Das sieht mir nach was aus. Ein Rentier. Da war was. Da. Ne, das war wahrscheinlich eher eine... Oh, oh. Geht direkt ein Kampf los, oder wie darf ich das verstehen? Ja, oh, Hunde? Wilder Welpe, ich will keine Hunde jagen. Ein Ladeanzeiger erscheint über Verbündete und Gegnern, die sich bereit machen, eine Aktion auszuführen. Sobald die Anzeige gefüllt ist, führen sie die Aktion aus. Verbündete können, ich weiß schon, Gegenstände haben wir in der Demo schon getestet, warten, passen Gegenstände, Fähigkeiten und fliehen. Ja, wenn du die Fähigkeiten oder Gegenstände auswählst, um sie einzusetzen, wird ihr Wirkungsbereich angezeigt. Nutze die Hilfsmittel, um sicherzustellen, dass alle Ziele getroffen werden, die du treffen willst. Sinken die LP, also die Lebenspunkte eines Verbündeten auf 0, wird dieser kampffähig. Stelle eine beliebige Anzahl an Lebenspunkte wieder her, um ihn wieder kampffähig zu machen. Achtung, werden alle Verbündeten außer Gefecht gesetzt, endet das Spiel. Nimmt ein kampfunfähiger Verbündeter noch mehr Schaden, muss dieser das Feld sofort verlassen. Ein solcher Charakter kann den Kampf weder durch Heilung noch durch andere Methoden wieder beitreten. Okay. Was haben wir denn? Knallschlag? Pengtritt. Machen wir einen Knallschlag. Ob ihr sie freut. Was kannst du? Knallklatscher und Gruselgesicht. Macht viele böse Aua mit Überraschungsbuh. Schaden gering, aber treffen, glaube ich, zwei oder so. Nee, gar nicht wahr. Machen wir das hier einfach. Reicht ja. Yes. Nochmal. Ist ein guter Einstieg, der Kampf hier, finde ich. So, wir kriegen Fleisch von den Hunden, von den Welpen. Ich möchte kein Welpenfleisch einsammeln. Ja, der kratzt im Arsch. Der kratzt sich da. Wir kriegen auch Erfahrungspunkte und Knochen, halten wir. Okay. Sehr gut. Du erhältst Fleischkeule. So, jetzt noch mehr? Ja, da oben, ne? Da. Da ist er doch. Was ist hier los? Ich hätte gerne noch mehr Fleisch. Okay, das sind vier Hunde. Noch ein Knallschlag.
Rums. Das trifft beide, oder? Aber das tut niemand weh. Doch, Schaden 2. Treffe ich jetzt nur den einen damit? Oder treffe ich beide? Oh, ich treffe beide. Das ist ja, wow. Man muss sie ja austesten, nicht wahr? Ja, sie freut. Und wir halten Knochen. Und mehr Fleisch. Sehr gut. Wo können wir eigentlich lang? Ich glaube, wir zu weit dürfen uns auch nicht entfernen, oder? Bin mir halt nicht sicher. Meldet hier. Wahrscheinlich sollen wir 3 Fleischkeulen holen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Sokoro. Mama Kruse gesehen, das trifft wahrscheinlich jetzt alle 3, oder? Das wäre ziemlich gut. Ne, der eine hat es überlebt. Ach, dann liegt es auch noch an der Entfernung auch noch. Okay, sehr gut. Das wusste ich auch nicht. Ey, das Spiel ist komplexer, als ich dachte. Okay, Stufe 2. Für Pogo. Sehr gut. Reicht das jetzt? Okay, wir sollen zum Ältesten zurück. Soweit habe ich verstanden. Da können wir uns trotzdem umgucken, oder? Ey, ist voll hübsch, das Spiel. Meine Güte. Ich rieche auch keinen Gegner mehr. Ich rieche auch nirgendwo. Da ist ja auch irgendwie nichts mehr, ne? Doch, da ist noch was. Ach, er stinkt. Ach, das ist der alte Mann, der so stinkt. Ja, gut. Aber ich würde gerne einmal das hier oben noch mitnehmen, ne? Wenn wir schon hier sind. Oh, es war nur der Geruch vom Stock, oder wie? Ach, das ist ja so cool, das Spiel, irgendwie. Das erinnert mich an früher zurück, wisst ihr? An früher, als auf der Super Nintendo, als da gar so viele Spiele noch gab. So viele neue RPGs und irgendwie war eigentlich alles toll. Na gut, bringen wir das Fleisch zurück. Gern geschehen. Habe ich gern gemacht. Ach, das ist also das Jagdgrund, oder wie darf ich das verstehen? Na gut. Dann gehen wir zum ehrenwerten alten Opa zurück. Mit unserem guten Freund. Was auch immer das ist. Ist das ein Gorilla? Oder habe ich ihn jetzt beleidigt? Ich weiß es nicht. Okay, die Karte zeigt sowieso hier unten. Kann ich jetzt irgendwas Neues herstellen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil wir haben bis jetzt auch nur wirklich Knochen gesammelt und so weiter, ne? Wir sollen nach Hause, oder wie darf ich verstehen? Ich finde es gut, dass man jetzt weiß, wohin man soll, ne? Ich glaube, früher war das, glaube ich, nicht so. Wenn ich mir so altes Gameplay angucke, dann glaube ich nicht, dass es so ist, ne? Na gut, geh mal schlafen. Weil früher waren halt Spiele nicht so benutzerfreundlich, spielerfreundlich, sage ich mal so, ne? Da hat man den Leuten mehr zugetraut. Und mitten in der Nacht unser Freund ist verschwunden. Also gut, Pferden riechen. Er riecht nach Pups. Oh, sogar nachts hört sich auch hier anders an. Wow, Alter. Ja, ist okay. Alter, guckt euch mal die Beleuchtung an. Im Schatten wird der Main-Charakter dunkel. Draußen im Licht wird er hell. Das ist halt einfach nicht nur Hintergrund, das ist auch wirklich im Spiel mit eingefügt, ne? Oh mein Gott, das sieht so wow aus. Das sieht einfach so wow aus. Mehr kann ich halt echt nicht sagen. Gut, gehen wir mal hier rein. Knochen. Das war nochmal hier drinne. Ich hab's schon vergessen. Was? Ja, okay, er erinnert sich dran, dass er... Da war gerade jemand drinne. Ich habe das noch gesehen.
Sag mal, aufwachen, was bist du übrigens überhaupt hier? Kannst du doch nicht allein lassen. Ja, wir wissen Bescheid, ne? Der Mahnfinger. Da ist doch was im Busch. Jemand klaut unsere Vorräte. Ich hab's doch ganz genau gesehen. Da liegt ein hat es aufgegessen. Wir kriegen einen Knochen. Oh, das ist so charmant, das Spiel, wirklich. Hallo? Ich habe nicht darauf geachtet, wo das... Hier? So genau kann ich auch nicht drauf achten. Tut mir leid. Ich glaube... Den dahinter kann ich nicht, ne? Nee. Dann gehen wir wieder raus. Oder? Okay, hab schon verstanden, mein bester Freund. Wir riechen. Es riecht nach Blume. Leute, wir werden im nächsten Part herausfinden, was sich hier versteckt. Ich bedanke bei euch fürs Zusehen. Wenn euch das Projekt gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, damit ich das sehe. Und gerne schreiben, wie ihr das bis jetzt so findet. Ich finde es sehr charmant und von der Optik ist das wirklich wunderhübsch. Und ja, ich freue mich sehr, das weiterzuspielen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.